Komm damit klar, Journalist ist Kevin Spacey Opfer. Vergleich mit dem, gut 10 Tage nach dem Vergewaltigungsskandal um Kevin Spacey, 58, spricht sich jetzt die erste Person deutlich für den Schauspieler aus. Der Journalist und Autor ist bestürzt darüber, was derzeit angetan wird und zieht einen Vergleich zum buddhistischen Oberhaupt. Gattalese findet die Aufruhr um die adlige Hollywood-Legende schrecklich. Er redet bei Vanity Fair Klartext, ich würde gerne mitsprechen. Ich bin so traurig und ich hasse den Schauspieler, der ihm die Karriere zerstört hat. Jesus, komm damit klar. Für den pensionierten Texter sei alles längst verjährt, ich würde ihn gerne fragen, wie es sich anfühlt, sein erfolgreiches Lebenswerk und all die harte Arbeit, nur wegen 10 Minuten Grobheit vor über 10 Jahren zu verlieren. Und letztlich sei keiner ein Unschuldslamm, jeder hat schon einmal etwas getan, worauf er nicht stolz ist. Sogar der hat das. Der sollte sich auch bekennen, regte sich gar lautstark auf. Dem Star wird vorgeworfen, mehrere Männer im Laufe der letzten 30 Jahre sexuell belästigt zu haben. Das Schweigen über vermeintliche Vorfälle hatte, 46, gebrochen, bei dem die Tat in den späten 1980ern passiert sei.